Leute, es tut mir leid, aber ich glaube, ich habe einen falschen Dünger benutzt. Ich wollte hier meinen Apfelbaum ein bisschen gießen in Chromlexia. Und ja, es war eine Eigenkreation. Ein Gemisch aus Gönnergy, Wurstwasser und Katzenurin. Ja. Und ich entschuldige mich bei den Bewohnern des Dorfes, weil das habe ich jetzt so nicht kommen sehen. Das ist ja verrückt, Freunde. Was ist denn das? Oder es ist die ultimative Waffe des Königs und von AZ. Und wurde wieder erweckt von mir tatsächlich. Im letzten Part habe ich den Knopf gedrückt. Tut mir leid. Man hat die Wahl zwischen dem roten und dem blauen Knopf. Ich habe den roten gedrückt und das hier ist passiert. Und ich habe wirklich nachgeguckt in Let's Play Pokémon X 2018. Da habe ich den blauen Knopf gedrückt und tatsächlich passiert es dann nicht von selbst, sondern ja, der Dude sagt dann, den wir im letzten Part gesehen und besiegt haben, der sagt dann, okay, ich drücke jetzt trotzdem den roten Knopf. Ne, also es läuft auch selber hinaus, so. Aber diesmal habe ich selbst auf jeden Fall die Katastrophe verursacht. Wobei bisher haben wir nur so eine schöne Kristallblume, wie im dritten Pokémon-Film. Ja Mensch, da sind die Häuser umgekippt. Und wo geht's hier lang? Respekt, du hast es bis hierher geschafft. Das zeigt zumindest schon mal, dass du es ernst meinst. Respekt, das ist schon mal wichtig hier. Ice Age 2. Endlich der angemessene Respekt. Kommen die mir mit Elektro-Pokémon? Was habe ich gelesen? Eisstrahl kommt bald. Aber Boden kommt noch nicht. Ja, Draco Meteor. Wird schon schief gehen. So, also Team Plasma ist hier. Team Galactic, Team Rocket. Team Aqua, Magma und Skull und Team Yell. Sind halt einfach hier und machen Stunk. Regeron. Team Flair ist hier und macht Stunk und wir wollen rausfinden, was wir dagegen tun können. Ich weiß es nicht mehr hundertprozentig. Ich weiß, was das Ende vom Lied sein wird. Ja, der kann Erdbeben. Ich weiß, was das Ende vom Lied sein wird, aber wie das passiert. Ich glaube, heute ist ein großer Tag. Ich glaube, es ist heute ein großer Part. Mit einem dicken Thumbnail. Das könnte sein. Es gibt eine Sache, die ich für absolut nötig halte. Die mache ich gleich nach diesem Kampf. Ich das hier schon wieder sehe. Und nimm dies! Irokex. Mit der Schlapperhose siehst du aus wie ein echter Gangster. So, mein lieber Starter. Er hat das Glücksei, ne? Momentan trägt Prioron das Glücksei. Er freut mich. Wehe, du blinzelst jetzt. Wenn du mich schon besiegst, dann sieh mir wenigstens ins Gesicht. Ich sehe auch nicht, ob du blinzelst. Du hast eine verdammte Brille auf. Warum ist das Spiel bei mir so leise? Ist das Spiel bei euch auch so leise? Eigentlich nicht. OBS sagt, alles in Ordnung. Komisch. Guck mal hier. Nö. Na dann. Meister Flordelis versucht stets, seine Visionen in die Tat umzusetzen. Findest du nicht auch, dass er äußerst bewundernswert ist? Nein. Nur das Drei-Wetter-Taft, was er benutzt. Ja, was ich unbedingt ändern möchte, ist der Rahmen. Der ist jetzt schon viel zu lang auf Rot. Dann damit haben wir alle durch, ne? Von hinten nach vorne. Was hat mir am besten gefallen? Starter-Pokémon war gut. Sticker waren, glaube ich, gut. Cockpit hat mir gefallen. Nehmen wir das nochmal. Aber schreibt in die Kommentare eure Lieblingskampfhintergrund. Ja. Ich gehe davon aus, es werden trotzdem nicht so viele schreiben. Das heißt, wenn ihr es reinschreibt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass eure Wahl drangenommen wird, relativ hoch. Wenn ihr es noch im Kopf habt, ne? Das gehört ja auch dazu. Hat ja nicht jeder im Schädel. Verstehe ich vollkommen. Let's Play Markus, ich komme auch mit. Nennst du mich nicht Neosan LPM eigentlich? Machen das nur die anderen Verrückten? Als ich im Labor war, haben mich die maskierten Helden darüber unterrichtet, was hier gerade vor sich geht und vor allem, was Team Flair mit der ultimativen Waffe vorhat. Los, lass uns Team Flair, ach was, lass uns Flordelis selbst das Handwerk legen. Ich kann und will meine Freunde nicht im Stich lassen. Da geht ja Mystik hier zur Sache. Flair Geheimbasis, ich glaube, da standen die ganze Zeit schon Team Flair Leute davor, da konnte man gar nicht hin. Im früheren Spielverlauf. Na, geht steil bergab mit der Karriere.
Und die Luft wird stickiger. Einfach ein Bunker, ne? Ja. Tag auch. Vor 3000 Jahren kam die ultimative Waffe zum Einsatz und kostete vielen Pokémon das Leben. Here we go again. Die Menschheit, die lernt halt einfach nicht dazu, ne? All die Pokémon, die auf rote Zehen an die Steine gebunden wurden, speisen die ultimative Waffe mit Energie. Gebunden? Die Wilden oder die Früheren? Ich lege mein Schicksal in die Hände von Flordelis. Mache aber dennoch Sorgen um die Zukunft. Ja, das darf man immer. Flordelis hat mich gefördert und somit gerettet. Guck, er hat euch ausgenutzt in eurer Empfindlichkeit. Er hat euch gegroomt. Vielleicht. Nee, obwohl, das bezieht sich immer noch auf Sexuelle, ne? Ich nehme alles zurück. Solange nicht alle auf der Welt glücklich sind, kann auch der Einzelne nicht glücklich werden. Die Welt ist so groß und es gibt zu viele Menschen und Pokémon. Die ultimative Waffe ist soweit. Jetzt bleibt nur noch, sie mit all der Energie dieses Objekts aufzuladen. Da vorne steht er, der Peter. Wir absorbieren nur die Energie dieses mysteriösen Kokons. Das ist alles. Hier ist weit und breit kein Pokémon. Wir werden es jetzt ja sehen, ne? Er steht davor. I guess. Wir können noch nicht so richtig reingucken. Die ultimative Waffe ist wie eine Blume aus dem Boden gesprossen und steht nun in voller Blüte. Ist ihre Schönheit nicht einfach hinreißend? Während wir hier sprechen, bezieht sie Energie auf vom legendären Pokémon. Wir werden nicht zulassen, dass du die ultimative Waffe einsetzt. Obwohl Ressourcen, Platz und Energie auf dieser Welt begrenzt sind, wird sie inzwischen von viel zu vielen Menschen und Pokémon bevölkert. Wer von anderem Geld und Energie raubt, ist im Vorteil. So läuft es leider auf der Welt. Er hat einen Punkt, ne? Er hat einen Punkt. Aber seine Methoden wirken halt wie Deutschland vor 80 Jahren. Aber das gibt dir noch lange nicht das Recht, alle, bis auf die von uns, von dir Auserwählten, auszulöschen. Lasst mich euch eine Frage stellen. Ihr besitzt genau einen Megaring. Habt ihr ihn miteinander geteilt? Das ist doch etwas völlig anderes. Ja, wir haben um ihn gewetteifert, aber... Wenn es von irgendetwas nur ein Exemplar gibt, dann kann man es nicht teilen. Wenn man etwas nicht teilen kann, dann will man es für sich haben. Wenn man es für sich haben will, dann bekriegt man sich deswegen. Letzten Endes gibt es nicht genug für alle. Es gibt nur einen Weg, eine Welt zu erschaffen, in der es genug für alle gibt, in der das Leben schön ist. Man muss ihre Bewohner reduzieren. Ja, das stimmt. Die Weltbevölkerung im Real Life steigt ja auch, ne? Jetzt, ja, vor allem wegen Afrika und so. Aber generell im Vergleich zu den letzten Jahrhunderten und Jahrtausenden, müsst ihr euch mal vorstellen, früher waren ja auch die Ressourcen, also Essen und so, sehr beschränkt. Dadurch, dass sich die Menschheit so weiterentwickelt hat mit Landwirtschaft. Und ich meine jetzt nicht mal, ne, so wie heute oder wie vor 10 Jahren, sondern wie vor 200 Jahren im Vergleich von vor 2000 Jahren. Kein Wunder, dass es floriert. Wir haben den Platz, ja, um genug Essen zu züchten, aber dann kommen immer mehr Menschen im Laufe der Zeit und das ist das Ding. Was ist mit den Pokémon? Was war das? Ich dachte, es regnet. Das sollten Tränen sein. Ah, guckt euch mal an, der weint. Ah! Männer dürfen keine Gefühle zeigen. Ich mache nur Spaß. Du weinst ja. Warum? Pokémon dürfen nicht mehr existieren. Sie sind wundervolle Geschöpfe. Menschen und Pokémon sind Hand in Hand gegangen und haben zusammen so viel erreicht. Aber genau deshalb werden Pokémon unweigerlich als Werkzeug zum Streiten und Rauben benutzt werden. Das reicht jetzt. Ihr wollt die ultimative Waffe aufhalten und ich werde das nicht zulassen. Das Einzige, was wir tun können, ist kämpfen. Ja, wie immer. Wir haben ihn ja schon mal bekämpft. In seiner Geheimbasis. Ist gar nicht so lange her. Was hat sich seitdem verändert? Ich bin stärker geworden. Okay, das Bisa-Funk. Ich weiß nicht, wie wir... Ich weiß es auch nicht. Gehen wir halt nochmal auf Typ Kampf. Ne, Pflanzenkampf. Der Bisa-Funk normal sein müsste. Ja, er hat geweint, es geht ihm nahe, er macht das nicht so Pi mal Daumen, es fällt ihm selbst schwer, aber versucht sich zu überwinden und so weiter und so fort. Ableithieb. Er würde überleben, denke ich. Aber ich habe davon ein paar KP. Ach, der hat Beulenhelm. Mhm. Sehr schade, aber er ist physisch, ich mache das gerade nochmal. Hilft ja nix.
Den hätten wir dann erstmal erledigt. Das Bison. Eulenhelm ist halt immer krass. Keine Diskussion. Magbrand, das würde dir so passen, nicht? Gut, dass man wechseln kann, ne? Stell dir mal vor, es gäbe kein Wechselfeature in dem Ausmaß. Und natürlich werde ich mich hier nicht ins Boxhorn jagen lassen und bin mir nicht zu schade, den Turtoknit einzusetzen. Bam, bam, bam. Donner! Natürlich kann der Donner. Aber ich denke, dass wir Donner durchhalten und du den Dampfschwall hingegen nicht. Warum? Einfach, weil ich awesome bin und du nicht. Nee, weil meins auch Step ist und deins nicht. Es gibt viele Gründe. Karibos. Das ist ja Gestein, du. Aber der hat doch ja, komm, Pflanze. Wassergestein, Karibos. Auch mal trainiert, gar nicht so lange her. Wir erinnern uns. Ich wollte mit Turtok. Ich glaube nicht, dass Karibos H2O-Absorber hat. Aber dennoch ist es vermutlich schlauer. Gefühlt fällt mir der Kampf leichter als letztes Mal. Was ist passiert? Der Despot. Auch Boden drinne. Aber... Nee, der ist kein Drache. Boden? Ich kann's mir nicht merken. Der ist kein Drache. Der ist Bodengestein? Lass mich kurz spicken. Ja, Gestein, Unlicht. Ach, das vergesse ich immer. Ja, damals kam halt Unlicht dazu. Ja, aber dann ist Kampf ja vierfach effektiv da, meine Damen und Herren. Was macht er denn? Der sieht mich als Pflanzen-Pokémon. Selbst das ist ja Käse. Normalerweise hat er eine Vierfach-Schwäche gegen Kampf. Da war ich mir kurz. Der war Unlicht. Das muss ich mir ja hinter die Löffel schreiben. Weil es immer so im Pokédex eins der letzten Pokémon ist vor Celebi oder vor Lugia und Ho-Oh, glaube ich. Und das ist halt wie Dragoran oder wie... Der ist in der dritten Gen. Noch diese epischen Drachen und so. Nur in der zweiten ist es halt Despota. Echnatoll. Ja, ganz, ganz toll. Was war denn gegen Geist-Pokémon? Echnatoll noch einen anderen Typ gehabt? Auf jeden Fall können wir Unlicht einsetzen gegen Geist. Aber auf diese... Ja, so machen wir das. Also, der Nachthieb. Da kommt die X-Abwehr. Mhm. Könnte natürlich jetzt auch ausschlaggebend stehen zu bleiben. Haben wir sogar sehr gut. Ich habe Boom hier angenommen, das heißt, meine Fähigkeit ist weg. Ich hätte gegen dich aber eh nicht eingesetzt, Kollege. Eine Kampfattacke gegen Echnatoll bringt nichts. Was hast du? Ist die Mumie? Nee, wir haben beide Überreste. Fantastisch. Also der geht voll auf Defensiv, dieses Echnatoll. Leitteil. Ach komm schon. Was sind das für verrückte Taktiken hier? Dann witzig, dass ich halt auch Überreste habe, genauso wie er. Dann machen wir so weiter. Ich glaube, ja, aber wenn er auch häufiger Leitteile einsetzt, ist ja richtig unangenehm. Geteiltes Leid ist halbes Leid. Es sei denn, es ist ungleichmäßig geteilt. Ja, lass mich das noch einmal ausführen. Und dann haben wir dich. Können wir das so machen? Verbrennung? Auch nicht geil. Ist auch wegen der Verbrennung jetzt, ne? Hat er gemanagt? Muss schon sagen. Respekt geht raus.
Ja, wäre mir ein bisschen unsicher. Was ist denn Fee gegen Geist? Normal effektiv. Ach. Wollt ihr mich mal komplett hops nehmen? Was soll denn das? Das ist so unnötig. So, Heilblockade. Gilt das auch für Überreste und so? Falls ja, ist für uns Heilblockade vermutlich keine schlechte Sache. So, aber das ist alles physisch, ne? Kotze. Wollte ich gar nicht. Was ist denn Bürde genau? Kann nicht geheilt werden, aber die beziehen sich halt nur auf... Draco Meteor. Jetzt wird die Runde. Müssen wir ein bisschen auf den Putz hauen, damit er hier niedergerungen wird. Gewalt anwenden. So, ich glaube, Heilblockade geht jetzt in die letzte Runde. Das würde aber da noch reichen, theoretisch. Kann nicht geheilt werden. Frage ist, wird es in der nächsten Runde? Ich glaube, der kriegt jetzt eine Top-Genesung. Müsste erleben. Hypertrank. Haben wir schon gedacht, ne? Der Kampf, der läuft viel zu gut. Das müssen wir ändern. Immer noch Heilblockade. Achso. Kann nun wieder geheilt. Ich dachte, das trifft doch auf Tränke. Es ist zutreffend. Ich hol Klavion mal wieder zurück. Ja, mit seiner Verbrennung ist ja richtig. Also. Können wir auch mal mit einbeziehen. Ich glaube, ich nehme Turtok ran. Turtok greift ohnehin mit Spezial an. Ja. Mega Turtok. Ein Tantrak ja eigentlich auch Spezial. Ne? Jetzt kann er wieder. Ich habe die Hyperkarte nicht gemacht. Okay. Entschuldigung, ein Wechsel zu viel. Ich hab nicht weit genug gedacht. Ich würde Turtok gerne auch erstmal heilen. Ich glaube, das kann Klavion noch überleben. Aber dann relativ schnell Eschnatoll auch niederringen müssen. Er hat eigentlich nie so wirklich Probleme gegen Eschnatoll, aber der hier... hat halt eine Taktik, die verabscheuungswürdig erscheint. Oder clever. Wie man möchte. Darf ich zuerst? Danke. So, sehr gut möglich, dass er Klavion jetzt besiegt. Das ist mir eigentlich auch ganz lieb. Dann verschwende ich keine Runde. Und Turtok macht jetzt mal richtig Alarm. Alarm! Dampfschwall. 2, 3, 5, 10 Mal. Ja, 2 Mal reicht. Zugegeben, gegen diese Power. Jetzt auch keine Heilpokade gebraucht. Hat echt noch mal die ganzen Hypertränke und Top-Genesung schon bekommen. Alles klar. Now we talking. Finally. Hundemon. Ja, hi. Grüezi. Also im Grunde hat uns nur ein Pokémon aufgehalten. Mega-Hundemon. Das ist schön, dass man die ganzen Mega-Formen mal sieht. Die kriegst du ja sonst nicht zu Gesicht im Main-Game. Im Base-Game. So.
Die hat man höchstens mal auf PokéWiki auf dem Papier gesehen, aber nicht im Spiel, oder? Wunderbar. Also gefühlt hat er nur ein Teammitglied. Lass es mich so sagen. Die Kraft, sich für eine Sache einzusetzen. Aber wofür setzt du dich ein? Für eine Zukunft, die nur noch schlimmer wird als die Gegenwart? Ja. Schlimmer. Beeindruckend. Du bist wirklich stark. Aber du kommst zu spät. Es gibt jetzt keine Hoffnung mehr. Geh runter in den untersten Stock und siehst dir mit eigenen Augen an. Es ist überhaupt nicht zu spät. Gehen wir das legendäre Pokémon suchen, Neosun LPM. Ein starker Trainer lässt sich nicht nur von seinen Pokémon beschützen, sondern beschützt diese umgekehrt genauso. Sieh nur, da hinten geht es runter zu den anderen Stockwerken. Ja. Aber es ist wohl besser, wenn ich die erstmal heile, was auch immer da kommt. Ich gehe heilen. Schnitt. Gut, dass das Pokémon Center in der Stadt nicht umgewämst wurde, oder? So, wir können. Schauen wir uns erstmal um. Sehen wir von hier etwas? Ja. Beeindruckend, du bist wirklich stark, aber du kommst zu spät. Es gibt keine Hoffnung mehr. Geh runter in den untersten Stock und siehst dir mit eigenen Augen an. Beeilen wir uns. Dann laber mich nicht zu. Oh, na klar. Wir müssen euch bitten, umzukehren. Weiter unten befindet sich schließlich das legendäre Pokémon. Warum erzählst du denen das? Ich fasse es nicht. Wie kann man nur so blöd sein? Ah, das ist ja jetzt wirklich Streckung, wenn man gerade den Boss besiegt. Warum müssen wir jetzt gegen die antreten? Darf ich selbst zwei Pokémon ein... Wisst ihr, wenn ich keine Kontrolle habe über den jeweils anderen, das nervt mich. Aber na gut. Pass auf, ich habe Donnerblitz für Golking. Mal gucken, wie das gefällt. Psychokinese fürs Gift und das freut mich auch. Ja, Giftkampf, ne? Stark Starmie. Hornbohr. Blitzfänger von Golking wirkt. Fantastisch. Ach, deswegen konnte ich ihn erst. So. Mhm. So, Armaldo. Ich weiß es nicht. Armaldo könnte ein Brocken sein. Dankeschön, Starmie. Das freut mich. Der boostet die Init, macht das von mir aus. Gar kein Problem. Ich gehe mal auf das Fossil. Da war gar nichts drin von wegen Fokusgurt oder Robustheit. Das ist einfach nur so weit geschwächt worden. Sehe ich das richtig? Habe ich das so richtig verstanden? Okay. Ja, nicht schlimm. Könnt auch Priegeron auspacken gegen Golking. Aber es sieht so aus, als würde der jetzt auch langsam mal in die nicht vorhandenen Knie gehen. Aerodactyl ist auch Typ Gestein, ne? Und damit gut geeignet. Ups, das wollte ich nicht. Mega Aerodactyl, ja. Schaut ihn euch an. Hatten wir im Team? Ja! Besagtes Let's Play Pokémon X. Habe ich ja Aerodactyl trainiert. Mit Megaform. Das war mein auserwähltes Pokémon. Ja, war immerhin eine Sache, die nicht jeder hat, ne? Ah, ne, das ist krass. Ich glaube, so eins der schnellsten Pokémon überhaupt. Ja, wir könnten das tatsächlich klüger machen. So, guck mal, Starmie, du hast die volle Auswahl. Warum ist Starmie so im Vorteil gegen alles von denen? Das ist ja Unsinn. Und dann macht er Psychokinese. Hättest du irgendeine Wasserattacke machen können? Gegen Volnona. Gegen Aerodactyl. Aber nein. Ja, mal Psychokinese in dem Fall. Was gegen beide nur normal effektiv ist. Aber immerhin haben wir den Trumpf schon mal besiegelt. Aber es sind zwei Trainer. Theoretisch kann die andere noch eine Mega-Entwicklung vollziehen, glaube ich. Müsste so sein. Machen wir mal gegen dich.
Ja gut, der mag halt einfach, der Kalem, der mag einfach Psychokinese, gibt, ja, kann man nicht verdenken. Ist eine gute Attacke. Ach, guck mal, und das sind beide von der Seite. Okay. Das heißt, wir haben jetzt immer eine 2 gegen 1 Situation. Tja, das ist ja ein Ding, Mensch. Das tut mir ja schon leid. Gibt euch ja so richtig schlechte Karten. So, da kannst du auch Psychokinese einsetzen. Ich muss sagen, Starmie hier, Starmie? Tatsächlich sehr im Vorteil gegenüber den Gegnern. Da war es jetzt verdient. Trotzdem setze ich hier den Finish. Sehr gut. Team Flair Vorstand. Was denn, der Klatzkopf? Ihr Rotznasen, ihr tragt ja nicht mal Anzüge. So richtig aufeinander abgestimmt stimmt seid ihr zwar noch nicht, doch ihr seid verdammt stark. Kann man zusammenfassen, ne? Wir sind nicht abgestimmt. Ich weiß gar nicht, was der von mir will. Warum ist er immer bei mir? Die Berge von Kalos nach dem schlafenden legendären Pokémon abzusuchen, war rein zur Schwerstarbeit. Der ganze Dreck hat meinen schönen weißen Anzug komplett ruiniert. Es stimmt, im Innern unserer Geheimbasis befindet sich das legendäre Pokémon, aber seine Energie wird von der ultimativen Waffe abgesaugt. Ich kann Flordelis... Sag's nochmal. Er kann irgendwas spüren. Freunde, was ist denn los? Selbst wenn die Informationen stimmen, kann ich nicht glauben, dass Superhirne wie wir dazu abgestellt werden, verirrte Radfratz aus dem Weg zu räumen. Wir werden nicht verlieren. Wir lassen euch nicht vorbei. Diejenigen, die weiterkommen werden, sind wir, Team Flair. Huiuiui. Man weiß es, ne? Wenn so eine Rüpel-Team-Geschichte zum Höhepunkt aufläuft, wird das ganz schnell ganz lang gezogen. Aber danach geht es ja munter weiter. Auch hier hat Starmie wieder die Feuerauswahl. Hat. Was passiert? Sag mir nicht, Galoppa hat Flambirex angegriffen. Aber wo soll der Angriff denn sonst hergekommen sein, sag mal? Was war das denn? Anscheinend doch. Hab's zwar nicht gelesen, aber... So, alle wachsen und gedeihen. Halt nur Feuerviecher. Muss jetzt mitmachen. Da bringt doch alles nichts mehr. Unschlau, zwei Wasser-Pokémon zu haben, aber die haben auch nur Feuer. Also. Deine Flamme ist aber schon ein bisschen klein für so einen Klurak, oder? Ich denke mal, die müssen größer sein. Na toll. Ja, pass auf, ich mach das hier. Okay, hab nichts gesagt. Auf Klurak gleicht sich Eis tatsächlich aus, weil er Feuerflug ist. Einmal effektiv, einmal nicht sehr effektiv. Damit sogar immerhin normal effektiv. Wird nicht reichen. Hätte ich mal lieber Dampfschwall eingesetzt. Oh, aber immerhin krieg ich keinen Angriff. Nee, doch. Direkt wieder aufgetaut. Wie gesagt, früher Todesurteil. Jetzt drauf gepfiffen. Ach komm, weißt du was? Surfer. Trifft alle. Das Starmie wird sowieso fallen. Simsla greift... was ist denn mit denen los? Jetzt habe ich es gesehen. Simsla greift Klurak an. Hier stimmt doch was nicht. Denen geht's nicht gut. Ja dann, sorry Starmie. Mensch, wenn ich es gewusst hätte... Ach man, Starmie... Ja, das... Okay, das mache ich nicht. Schade.
Ja, ehrlich, herrlich. So, Part Länge sagt Magus. Lass mal bleiben, aber mir ist echt zu wenig passiert bisher. Und da würde ich echt furchtbar gerne noch ein paar Minuten machen. Und den nächsten Kampf. Es kann halt nur sein, dass wir voll in die Action kommen. Ich habe verloren, aber das spielt keine Rolle. Lang lebe Flordelis! Selbst Niederlagen grämen uns nicht sonderlich. Wir haben ja noch Meister Flordelis. Wissen wir denn, was als nächstes kommt? Ihr seid EPM Kalem! Senna, was hast du hier zu suchen? Es tut mir leid. Ich weiß ja, dass ich euch eher ein Klotz am Bein sein werde. Aber wir sind schließlich Freunde. Und Freunde lassen einander nicht im Stich. Tut mir leid, Senna. Ich war zu ungeduldig und habe auf deine Gefühle keine Rücksicht genommen. Danke, dass du gekommen bist. Du hast recht. Wir sind schließlich Freunde. Du siehst das doch auch so, Neo-San LPM, nicht wahr? Freunde. Ich meine, wird ein bisschen inflationär benutzt, der Begriff, denke ich. Ich verstehe ja, dass du sie nicht mitnehmen willst, um sie nicht in Gefahr zu bringen. Aber es ist für sie viel sicherer, mit uns zu gehen. Senna, Neo-san LPM und ich gehen vor und du kommst nach, okay? Okay, danke! Mein Pokémon geht's noch okay genug, ne? Tun wir den nach vorne. Der niedrigsten Level, der einzige noch im 70er-Club. Nee, da sind wir hingekommen. Wir gehen noch was. Oh, da sind wir hergekommen. Wir machen, glaube ich, in einer epischen Zwischensequenz einfach mal einen Cut. Oh mein Gott. Wie viele denn? Warum? Unser großartiger Plan ist noch nicht aufgegangen. Wir können uns keine Unaufmerksamkeit erlauben. Flair, 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 Team Flair. Im Vanilla-Game fällt das halt nicht so auf, weil die nur ein paar Loser haben. Aber hier... Na gut, nicht weinen. Genieß es, ne? Du hast dein Team in den Kampf, du hast dein Team großgezogen, um hier was zu maken. Und deswegen maken wir was. Ist Gewaltro nicht auch Typ Kampf? Also viele Starter sind Typ Kampf geworden. Aber ich glaube, er ist Monotyp, ne? Wenn Starmie schlau ist, geht's auf Pyroleo los. Ja, ich mach trotzdem Psychokling auf ihn, ne? Was soll's. Na, zum Glück. Das sind wenigstens mal keine. Oh mein Gott. Keine Feuer-Pokémon als Gegner direkt. Ich bin verwundert. Na, dann machen wir gut. Dann ist der Part halt danach lang genug, auf jeden Fall. Würdest du dich um Gewaltdruck kümmern, bitte? Das wäre sehr lieb von dir. Was willst du denn von mir? Das ist natürlich dein Partner. Gibt's doch nicht, oder? Feuersäulen! Kling. Also heute wahrscheinlich kein legendäres Pokémon auf dem Thumbnail. Ich habe das vorher im Part ein bisschen angedeutet, aber es wird wohl nicht so sein. Scheint so nicht zu sein. Der ist Unlicht, ne? Da rechts. Auf jeden Fall ist Kraftkoloss immer eine gute Sache für mich. Nee, Kroink, war Psycho. Na gut. Man kann sich ja mal vertun. Man blitzt auch krassen Rückstoß. Aber das wird Calamanero natürlich aus den Socken hauen. Hier hätte ich so Bock auf den Surfer direkt. Ja, was soll der Geiz, ne? Sorry, Phoenixes.
Ich wollte doch den. Überlass sie doch mir. Ich würde auch die Doppelkämpfe alleine machen. Na, wohl ungern. Alleine, dass das Teammitglied einfach einen Angriff quasi abfangen kann. Wäre da schon einiges wert. Ah, jetzt mache ich, denke ich mal, nochmal Surfer. Hey, der Witzka. Oh, da ist wieder Mega Bisaflor. Korrekt, richtig. Egal, jetzt von der Mara trotzdem killen, oder? Sehr gut. Da kommt da nochmal ein Phoenixes. Dann machen wir nochmal einen Surfer. Lucario greift. Guck mal, das ist doch broken, oder? Würden die das im Vanilla-Game machen? Ja, das ist falsch programmiert. Das ist absolut unmöglich, dass die auch ihre Kumpels angreifen können. Das ist so nicht gedacht, ist so nicht gewollt. Das ist sogar ein bisschen schade. Wir nehmen es einfach hin. Wir nehmen die EP dankend an, aber trotzdem. Das ist natürlich jetzt ein bisschen. Das ist ja sonst auch nicht passiert. Ob da ein bisschen schluderig programmiert wurde beim Hack, das scheint mir das realistischste Szenario zu sein. Meister Flotel, es wird für uns alle wie die hoffnungsspendende Sonne. Du hast nur das Phlogiston in meinem Herzen hin. Phlogiston. Das wird spannend. Google. Phlogiston ist eine hypothetische Substanz, die allen brennbaren Körpern bei der Verbrennung entweicht. Die Theorie wurde zu Beginn des 18. Jahrhunderts ausgearbeitet und am Ende des 18. Jahrhunderts durch die Oxidationstheorie abgelöst. Die glauben daran, dass alles brennen kann. Habe ich es richtig verstanden? Wir müssen die ultimative Waffe stoppen. Und vermutlich auch unser Team heilen, ne? Ja gut, dann ist aufgrund der Länge, würde ich jetzt dann doch sagen, Freunde. Das war heute wieder Masse statt Klasse. Am nächsten Part wird es vermutlich doppelt wild. Ich erwarte einen, ja. Ja, ich erwarte viel. Hinter dieser Tür. Durch die wir jetzt hindurchgehen wollen. Ein elektrisches Schloss. Was machen wir da? Das hier könnte vielleicht nützlich sein. Wenn man bei einem Rätsel nicht weiterkommt, löst diese Maschine es für einen. Ich habe sie von Citro bekommen. Sie funktioniert allerdings nur ein einziges Mal. Elektrische Schlösser und Rätsel sind im Prinzip das gleiche, oder? Ah, das Schloss ist aufgegangen. Und die Maschine ist wirklich hinüber. Was soll das denn? Was ist das für eine Thematik? Warum erwähnt man das? Ich meine, hä? Wow, Senna, du bist toll. Sicher, Citro ist derjenige, der die Maschine gebaut hat, aber du hast sie mitgebracht. Lassen wir es also dabei, dass ihr beide toll seid. Hier sind wir also endlich. Da drin ist das legendäre Pokémon. Helfen wir ihm. Ich werde also die Tür durchschreiten und genau dort sehen wir uns am anderen Ende, ne, auf der anderen Seite, wieder im nächsten Part. Mal gucken, wie das beginnt. Zwischensequenzen, legendäres Pokémon und das große Finale von dem Team. Doch, da lege ich meine Hand für ins Feuer, ins Team Flairfeuer. Aber für heute war's das. Däumchen während Träumchen. Bis dann und ciao.